Tere Freunde, ich bin's wieder, euer Lunaflex hier und ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Mega Man 3, wir gehen zu Needleman. Wir haben jetzt gerade richtig früh, 8 in der Früh, ja für mich richtig früh. Und ich habe 3 Stunden gepennt die Nacht, weil meine kleine Theater gemacht hat. Bin hundemüde und was fange ich an zu spielen? Richtig, Mega Man. Super. Hätte ich doch lieber Golden Sun oder sowas gemacht. Da muss ich mich nicht so konzentrieren, aber egal, das sollte mich wenigstens wach halten oder wach machen. Oder whatever. Oh Mann. Wenn ich jetzt also in dem Part ein bisschen ruhiger bin, dann denkt euch erstmal nichts, weil. El Flaxo ist müdo. Really, really müdo. Aber egal. V-Tool. Kanone. Bam, bam, bam. Ja, die Needleman Stage ist tatsächlich eine meiner Lieblingsstages von Mega Man 3, weil ich die ziemlich cool finde. Aua. Ah, die Libellen, die sind aber auch überall, nicht wahr? V-Tool, komm. Ja, dann halt nicht. Wow, das ist... So, genau. Und lass dich treffen. Ja, die Frage ist, ob ich Angst habe vor dem Spiel momentan. Weil so müde das Spiel zu spielen, ja. Pass mal auf. Seht ihr das da? Das linke? Ihr werdet nachher sehen, wo und was ist der Kopf einfach reingefügt ist. Zeige ich euch dann in 2-3 Parts. Dann werdet ihr das erkennen und sagen, ja, ja, Käsebrot, Käsebrot. Warte. Ja, genau. Sehr gut. Gut konzentriert. Ach du liebe Güte. Auch noch Konzentrationsarbeit jetzt. Nee, soll ich da nicht machen? Okay. Oh, war fast runtergesprungen. Okay. Hier kommt El Stachelo. Fuck. Bin fast tot. Aber ich habe noch einen Arsch voll Energietankse. Oh, ich habe mein Ding schon wieder nicht umgestellt oder immer noch nicht. Ihr wisst schon, mein Dings. Jawohl. Ein Energy Tank. Der ich bin. Der ich kann. Oh ne, nicht das lecker Anfang spielen. Nicht das lecker Anfang. Hört auf. Komm schon, bitte. Nerv. 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 Egal. Probieren wir es einfach weiter. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Ach komm, weiter. Wir sind genau mein Needleman. Von Needleman lassen wir uns jetzt mal töten, Man. Und dann schauen wir weiter, Man. Erstmal töte ich Lassie. Vernichtet. Na komm. Und wir gehen zu G, den Gemini Laser. Den nehmen wir, weil der hilft mich am besten gegen Needleman, wenn man ihn trifft. Jawohl. Schau mal, was der abzieht. Oh no, sir. Komm, treff ihn. Nein. Jetzt. Und das war's auch schon. So ist Needleman einer der leichtesten Kollegen. Auf der Rolltreppe, werte Freunde. Warum auch immer. Und wir bekommen wieder eine neue Waffe. Waffe. Nämlich den Needle Blaster. Den Needle Blaster. Oh Gott. Kopfkino. You got Needle Cannon. Und Rush Jet, genau, in einem leckeren Kackbraun gehalten. Bekommen wir jetzt den Needle Blaster. Und da wir jetzt den Rush Jet haben, der in diesem Spiel atemberaubend geil ist, und das meine ich tatsächlich ernst, können wir uns jetzt auch endlich zu Magneto Mano gehen. Zum Hufeisen Peter. Wir haben noch 2 Leben, das heißt, wir rattern Gampam im Karton. Needleman, ich habe keine Angst vor dir. Oh mein Gott. Müdigkeitsaufstoßen. Lecker. Wer kennt das? Müsst ihr, wenn ihr Müdigkeit seid, auch mal aufstoßen? Aua. Also ich schon. Und runter durch die Leiter. Oh, da kommt wieder die Pfeife, wie ich ihn gerne nenne. Oh Gott, ich kann doch nicht timen, wenn ich so früh aufstehe. Ich bin um 7 schon. Sagen wir mal so. Ich bin um 1 ins Bett.
Meine Kleine hat um 4 das Schreien angefangen, meine ganz Kleine. Das heißt, ich habe seit 4 nicht mehr gepennt. Oh, also ich habe dann quasi knappe 3 Stunden geschlafen. Und fertig ist. Die Springbohnen wieder. Zack. Aua. Und weiter. Richtig. Augenklapse. Einfach bis anstellen. Oh mein Gott. Seit wann habe ich mit denen denn Probleme? Mit denen denn Problemen? Das ist vollkommen Schwurst. Schwurst ist das vollkommen. Weiter, weiter geht die Leiter. Runter geht die Leiter. Wollte ich natürlich sagen. Hier oben hoch. Das macht uns wieder 3/4 voll. Oder 2/3 voll. Und wir können uns mal am Popo lecken lassen, da wir, mein Gott, den Rush-Jet jetzt haben. Den ich, wenn ich, wie ich betonen möchte, über alles liebe. Da guckt euch das an. Man kann den freisteuern. Und der braucht ewig, bis er abgelaufen ist. Wir können hier also einfach rüber und fertig ist. Oh, wunderschön. Und weg. Nee. P. Und schon haben wir diese Stelle, die wir sonst in 4,5 Jahre nicht geschafft hätten. Bravourös. Gebravolöst. Du wieder. Geh mal sterben da. Genau, wundervoll. Flop, flop, aber ich will hier kurz runter. Weil ich meinen Rush-Chat auffüllen möchte. Den Rush-Chat. Man weiß ja nicht, ob da noch irgendwas kommt. Nicht wahr? Also ich weiß es nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich ihn an einer Stelle dringendlich brauche. Weil ansonsten habe ich einfach mal Pech gehabt und bekomme gar nichts, ja. Aua. Nein, 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 wow, fast okay. Noah, Mann. 3-mal getroffen, hat sich schon voll gelohnt. Ah, nochmal du. Aua. So, und jetzt nehmen wir die Attacke von Spark, Motherfucker. Und weiter geht's mit diesem zarten Rotton. Man nennt ihn ja auch Reser. Zack. Achso, genau, du tust mich an, Magneten. Weg, 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 weg. Warum ich... ja, genau. Wir stellen uns wieder an. Oh Gott. Also wenn ich jetzt bei Magnet mal halb drauf gehe, dann wäre das schon peinlich, aber tue ich nicht. Also doch halb drauf gegangen bin ich ja, aber nicht der Richte. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe mich selber nicht, also egal. Wir haben Magnetemanne gekillet. Und gehen weiter zu Flip die Flamme, die Flammen. Wir bekommen Magnet Missile. Ja, Magnet Missile. Rot mit einem Läusegrau. Lecker, lecker, Fako, Fako. Und wir gehen zu Hartmann. Zum Hartmannsgruber. Da, 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 da. Weiter geht's. Hartmann. Oder das diesspielige Äquivalent von. Wie auch immer er heißt. Oh Mann. Ich hasse es, dass die in so einer Formation fliegen. Das diesspielige Äquivalent von Konkret Man. Nein, wie heißt er? Gutsman jetzt. Er hat die Eier. Ja. Er hat die Eier. Ja. Was eine Feier. Oh, ich hasse die Bienen. Oh, 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 oh. So. Hier kommen Alligatoren raus. Aua. Die müssen mich natürlich so gleich treffen. Aber egal. Eigentlich wusste ich das. Aua. Und rüber. Mann. Ja, ich setze für sowas keinen Energietank ein. Die Raschkeule, die alte. Ja, gut. Kann man mal mitnehmen. Die Attacke muss man aber nicht. Ich nehme sie mit. Und bam. Hier wäre ein Geheimgang, wenn wir jetzt in einem... Affen, Affen, Affen. Affe. Nein, ich werde nicht... Komm mal runter. Komm mal runter. Wow. Ja, okay. Ist okay. Kann man mit Lebe. Geh verschwinden. Wow, das war knappi. Warum soll ich das nicht machen? Okay. Jetzt wird es dann gleich ein bisschen knappi. So. Aber sehr schön. 1 und 2. Da geht es wieder schon viel besser im Kopf.
wir gehen durch diese Welt. Salomaso-Affo? Komm, Hero. Muss ich jetzt Angst haben vor dir, oder was? Ja, wenn du so runterspringst, dann habe ich natürlich keine, aber... Hey, ist ja nicht mein Problem. Ja, ich weiß, die Affen sind mir die schlimmsten Gegner. Meetool! Ja, sehr schön. Das freut mich. Meetool! Warte. Warum sollte ich nicht da hochgehen? Weil da ein Energietank ist. Ja, klar, macht Sinn. Halt, gut, dann gehen wir doch den anderen Weg. Das Leben möchte ich schon haben. Der Fall bloß jetzt keinen Schwachsinn machen. Den ich so nicht mache? Nein, und ich bekomme doch mal Leben dazu. Razy, Razy und hier rüber, Crazy. Risey in the Heisy in the Schmeisy. Mituli. Mituli erwischt die und Vierti bekomme ich und weiter geh. Und ja, ich halte ja die Schnauze hier. Oh, das ist wieder so eine Stille. Mh, die mag ich. Aber runter. Geschafft, hat nicht so viel Schaden gemacht. Oh nein. El Idioto wieder. Wow, das könnte mal ein direkt interessanter Kampf sein. Weil. Oh mein. Bist du nicht mal tot? Ja, du bist ja nicht mal. Ah! Tot. Aber durchgeschnubbelt. Ich sehe, ich komme hier ganz gut durch das Level, obwohl ich müde bin. Na, zu früh und drüber. Hartman werde ich mich jetzt umtöten lassen erstmal. Der kann nämlich eine ganz ekelhafte Attacke, da bleibe ich auch mitten im Spuk stehen. Damit meine ich jetzt nicht den Hartnagel, sondern das. So ein Blödsinn, oder? Im Flug stehen bleiben. Aber ja, egal. Aber Hartman, ihr seht, er ist nicht sonderlich schwer. Ich will mich gerade töten lassen und habe ihn fast besiegt. Was zumindest halb. Ja, Hartmano. Ist gut. Wir nehmen unsere Magnetmissel. Wie viel Leben haben wir noch? Eins. Sollte ausreichen. 6 Energietanks. Damit bin ich zufrieden. Und jetzt immer schön. Jawohl. Rüber. Zack. Zack. Nein, das war blöd. Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Bier getrunken. Hoppala. Entschuldigung, falscher Knopf gekommen. Hätte ich aber geschafft. Wisst ihr ja. Aber. Wobei ich jetzt gerade nicht sicher bin, ob ich das schaffe. Aber sieht so aus, ja. Oh Gott, war das blöd jetzt. Ja, dieser Controller ist ein bisschen kompakter gehalten, sag ich jetzt mal. Da kommt man dann auch schon mal an Knöpfe, auf die man nicht kommen möchte. Aber egalo. Flip. You got owned. Nein, you got hard knuckle. Etwas dunkler. Frischer und mundler. Haben wir es den Hakenackel. Und jetzt passiert was? Bam, bam. 4 Welten gehen kaputt. Und wir bekommen 4 neue Gegner, Fragezeichen. Ich möchte als erstes zu... Ist mir eigentlich egal, sind alle schrecklich. Aber wir können erstmal zu Dilmen. Fragezeichen, Fragezeichen. Was könnte das denn nur sein? Auf jeden Fall wird es sein. Wow, wir haben es hier dunkel. Man sollte munkeln. Dass mir das vollkommen egal ist. Und da hat man dann richtig gemunkelt. Instant Death Spikes. Warte, hier kommt auch noch was. Aber sieht übrigens schön aus. Das sieht nicht so schön. Alter. Okay. Dann rush-coilen wir uns doch gleich mal hoch. Schön, wie ich gerade aufgepasst habe. Habt ihr gesehen? Und der nächste Rush-Coil. Oh, ein El Piotra Mafi. Wenn wir das Leben haben? Ich meine, jeder Rush-Tet-Punkt ist eigentlich wichtig, ne? Ach komm, beeilen wir uns schnell. Gut. Das ging. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Energietank Nummer 7. Den wollen wir doch mal lieben. Auch manche Leute werden sich fragen, was bekommen wir denn? Aua, da. Auf jeden Fall Blitz. Ja gut, lässt sich leben.
Hier kommt ein Gegner, werte Freunde. Und zwar Airman. I can't defeat Airman. Tell me why. Ja, ich würde sagen, wir sind in der Needleman Stage. Probieren wir nochmal Needleman. Nein. Magnet. Ja. Ich habe die Waffe gegen ihn. Egal. Jetzt müssen wir zwar den Rest nochmal normal machen, aber wir haben die Waffe gegen ihn. Also können wir ruhigen Gewissens auf P gehen. Wie Pterodactylus. Ja, sie nennt mich den Peter. Aber den Pterodactylus. Aber jetzt Stachelman, komm. Habt ihr nicht so. Magnet Missile. Ja, ich möchte natürlich so lange wie es geht keine Jungs anwenden. Mir ist doch vollkommen egal, wenn ich Game Over gehe jetzt, weil... Kann man ja wieder machen. Weißt du was? Ich glaube, ich gehe sogar Game Over. Ja, pass auf. Kadesh! Kim Kadesh, Yen! Und dann fangen wir es einfach nochmal neu an, sammeln nochmal ein Leben und einen Energietank auf und wir sind glücklich und zufrieden. Weil ich möchte jetzt eh den Part beenden und das kommt mir ganz gut. Oh mein Gott, nein, wie ist das denn passiert? Und gegen die vier, keine Ahnung, Deathman, Alpha-Man, Gamma-Männer, ich weiß es nicht. Continue natürlich. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder gegen die vier komischen Fuzzis. Und das war Mega Man 3 für heute, euer Lunaflexi Dere. Bis zum nächsten Part.